Guten Abend, Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir waren in der letzten Folge ja recht erfolgreich so. Und jetzt müssen wir uns erstmal um Kalias Zustand informieren. Schöne Schattenboxen hier. Oh, das ist nicht gut. Ah, okay. Ja. Ist es etwas Wichtiges? Wenn nicht, dann geh bitte. Mir ist nicht nach Gesellschaft. Ich dachte, ich sehe mal nach dir, nach der Sache im Schloss. Sache. Ja, das trifft es ganz gut. Aber danke. Wie gesagt, ich will momentan einfach nur meine Ruhe. Aber... Was aber? Ich will deine Verhätschelei, deinen Trost oder was auch immer du mir geben willst, nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe. Aber du kommst immer wieder wie ein verdammter Hund, der es einfach nicht kapieren will. Warum? Warum schaffst du es nicht, mich als das zu sehen, was ich bin? Alle anderen schaffen es doch auch. Warum also du nicht? Du hast keine Ahnung, was du da sagst. Ich bin ein Monster, verdammt nochmal, eine magische Perversion. Und du stehst hier und denkst, du würdest mich kennen. Das ist einfach ein Witz, der größte Witz seit Sternenfall und der schlechteste. Hast du eine Vorstellung davon, was mein erster Impuls war, als ich dich in Alto Tulgrad sah? Das Blut auf deinem Gesicht in der Falle dieses Briganten? Hast du auch nur die geringste Vorstellung, was ich am liebsten getan hätte? Ja, genau. Du hast es nicht getan. Wie tröstlich, wie verdammt nochmal tröstlich. Du hast keine Ahnung, weißt du. Du hast keine Ahnung davon, wie viel Geistesstärke, wie viel Disziplin es mich jedes Mal kostet, es zurückzukämpfen, nicht nachzugeben. All das ich. Warum, Saira? Warum? Warum muss ich so sein? Ich habe nie darum gebeten, von den Toten zurückgeholt zu werden. Ich wollte kein verfluchter Engel werden. Und ich habe mit Sicherheit nie darum gebeten, Tag ein, Tag aus gegen dieses perverse Bedürfnis ankämpfen zu müssen, das scheinbar alles ist, was mich verdammt nochmal definiert. Vielleicht sollte ich einfach aufhören, es zu bekämpfen. Vielleicht ist dieses Ding, zu dem ich im Schloss geworden bin, mein wahres Gesicht. Und das hier nur eine schlechte Maske, mit der ich mich selbst zu belügen versuche. Ich weiß, was sie tun wollten. Ich weiß es. Aber rechtfertigt das die Gefühle, die ich hatte, als es geschehen ist? Wie sehr es mich erregt hat, sie leiden zu sehen, ihnen das Fleisch vom Körper zu reißen. Das ist abscheulich, Saira. Kein Mensch sollte so fühlen dürfen. Keiner. Aber vielleicht hast du ja recht. Vielleicht muss ich einfach nur härter trainieren, mehr meditieren und es immer und immer wieder versuchen. Ich muss nachdenken, Saira. Bitte geh. Kann man denn noch mehr meditieren? Oh. Ja, das wird schwierig, ne? Ich meine, ich gehe jetzt immer auf Mana. Verstehen. Was? Das ist der Prophet. Oh, sorry. Vergessen, das Mikro wieder anzumachen. So. Ja. Wo war ich denn? Was habe ich Ihnen gerade erzählt? Dass ich immer auf Mana gehe, aber mir fehlen ja eigentlich die Erinnerungspunkte, um diese Schule richtig auszubilden, ne? Für Viecher beschwören und so. Was ja sehr nützlich ist. So, was haben wir denn noch am Laufen gerade? Genau. Haben wir das gar nicht fertig gebracht? Stimmt, der hat. Wir haben gleich wieder über irgendwas anderes gesprochen, ne? Ich bin da hin, um die Steine abzugeben und dann sollte ich auf einmal den Tod von Pegassi untersuchen. Vielleicht gerade. Ich mir ablenken lasse von meinen Sachen. So. Bitte geht weiter. Jo. Ja. Ich hab Steine, Bro. Geschichte von Renois.
Das soll ich ja für mich behalten, ne? Ich kann ja hier keinen Gossip betreiben jetzt. Habe ich. Magistra Jaela hat eure Bitte abgesegnet. Wir werden uns so früh wie möglich darum kümmern. Oh, beim rechten Weg. Seine eigene Schwester? Das ist grausam, wirklich grausam. Warum tun die Hohen das? Ich denke und denke, aber ich komme zu keinem griffigen Schluss. Vielleicht bereitet es ihnen Freude. Bisher macht es zumindest den Eindruck. Oder sie sind einfach Sadisten. Beides ist möglich. Naja, dann wollen wir mal sehen. Ach, müssen wir jetzt hier einzeln die Dinger reinpunnern? Na gut. Also nach dem, was hier in den Aufzeichnungen steht, ja, sollte er genau in den Sockel eingesetzt werden. Was zum? Ja, das ist normal, steht hier. Sieht sah nicht aus. Faszinierend. Wirklich faszinierend. Was war das? Tja, genau das, was wir vermutet haben, würde ich sagen. Der Stein hat sich mit dem Leuchtfeuer verbunden. Und wie? So eine Energie habe ich noch nie gesehen. Geschweige denn gespürt. Aber gut, ein halbes Huhn macht noch keinen Kuchen. Zwei Steine fehlen noch. Ein halbes Huhn macht keinen Kuchen. Ich habe auch noch mehr Steine. Hallo. Hallo. Muss ich jetzt echt die Geschichten hier raushämmern? Na ja, los. Oh, da geht ihr auf die Suche nach dem Stein und löst damit gleich ein indraleisches Mysterium mit. Ich hatte mir vieles ausgemalt, aber das nicht. Ich frage mich, was aus dem Mädchen geworden ist. Ja, ja. Ein Teil der Energie wurde wohl tatsächlich in ihren Körper gebannt. Der Stein ist ein wenig matter als die anderen, aber das sollte keinen Unterschied machen. Wenigstens war das Leid nicht umsonst. Wir haben den Stein. Lasst ihn uns einsetzen. Der mittlere Sockel. Wozu stehe ich hier? Eindeutig. Mittlerer Sockel. Da. Die Passage. Naja. Also wenn die Welt untergeht, ist das hier dein Schuld. Hier ist die Energie besser aufgehoben als in den Händen irgendwelcher armer Seelen, deren Gedanken die Hohen verpesten können. Nur noch ein Stein, Prophet. Ja. Hab's dabei. Das ist wirklich schrecklich. Ich wusste von Dalgais, aber seinen Sohn einfach auszusetzen, nur weil... Puh, das werde ich nie verstehen. Aber diese Tragödie zeigt uns, dass wir recht mit unserer Theorie bezüglich der Steine hatten. Um das Dorf zu vernichten. Warum auch immer. Das ist perfide. Wirklich perfide. Zumindest haben wir jetzt alle Steine. Vollenden wir das Mosaik. Gespannt, was passiert. Soweit war ich der Sache noch nie auf der Spur. Beim linken Weg, was für eine Kraft. Wenn wir das wirklich bündeln und als Gegenpol auf die Hohen lenken können. Es könnte funktionieren. Es könnte wirklich funktionieren. Jetzt bleibt... Moment, was ist das? Etwas ist anders. Das Meer der Eventualitäten. Ich kann es nicht mehr sehen. Ah, okay. Nein, glaube ich nicht. Es ist wie ein Schleier. Das ist nicht gut, wirklich nicht. Scharim. Er versucht gerade, die Barrieren zu errichten. Welche Barrieren? Sie riegeln die Zugänge der Stadt magisch ab, als Schutz gegen die Nerimesen. Die Nordwindsteinmauern sind zwar fast undurchdringbar, aber die Tore nicht. Scharims entropische Barrieren sollen das verhindern. Geht zu ihm und findet heraus, was es mit dieser Magieblockade auf sich hat. Ich sichere das Leuchtfeuer, so gut es geht. Schnell! Wo wird wohl keiner herkommen, oder? Kannst ja ein paar Sandsäcke davor legen. Und ein paar drauf, damit es nicht wegfliegt. Stimmt, die wollen es ja auch noch auf den Sack gehen. Wenn ich es doch sage, es funktioniert nicht. Ich kann nichts sehen. Aber warum? Das ergibt doch keinen Sinn. Gut beobachtet. Wir müssen mit dem Großmeister sprechen. Unverzüglich. Ich eile und löse auch dieses Problem.
Ich darf nicht schnell reisen zu diesem Zeitpunkt. Beeindruckende Waffe, die ihr da tragt. Die muss uralt sein. Echt jetzt? Ah! Ich hoffe, ihr... Der Beil, ne? Ja. Das ist mal was richtig Uniques. Aber wenn man nicht schnell reisen darf, dann muss ja irgendwas auf dem Weg passieren, ja? Darf ich hier in deine Kiste reinfingern? Das heißt, wir verdanken euch die Splitter des Siegelsteines. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber habt Dank dafür. Ja, kein Thema. War ja ein Klacks. Die unzähligen Male, die ich da gestorben bin auf dem Weg hin. So, was ich sagen wollte, wenn man nicht schnell reisen darf, dann soll einem immer irgendwas auf dem Weg dahin passieren. Komme ich überhaupt hier lang? Ich war hier noch nie. Oh, ist ja cool. Da hinten erspähe ich einen Pilz. Ohne Schlüssel. Was ist denn das für ein magischer Superschlüssel, der hier alle Kisten zuhält? Ah! Mal einer an hier. Aber hier kommt man auch nicht rein, ne? Oh doch. Was? Jeros Turm? Steht da gerade Jeros Turm? Krieg ich auch nicht auf ohne Schlüssel. Hier ist versteckt drin. Los, raus. Uns mal kurz hier ein bisschen genau umgucken, wenn das... Wenn ich das jetzt ordentlich gelesen habe. Geheimes Gewölbe. Ey Leute, jetzt rechts. Und nirgendwo darf ich hier rein. Ich habe ja... Oh, ich glaube, das müssen wir irgendwie demnächst nochmal, also relativ zeitig angehen, wenn das jetzt stimmt hier mit dem Turm. Was? Ich bin auch hier reingekommen. Wie soll ich denn jetzt hier raus? Shit. Hier liegt ja nichts. Gibt es hier irgendwie einen Hebel oder so? Ich frage mich gerade, ob das gewollt ist oder ein Fehler ist. Also kann ich auf jeden Fall pennen, aber ob mir das jetzt hilft. Ich auch keine Mucke spendiert bekommen. Also ich glaube, das soll nicht so sein. Weil wir sollen ja auch noch rausfinden, was in Jeros Kiste ist. Wir haben irgendwie einen Schlüssel für seine Privatkiste. Und jetzt dachte ich, dass da in der Kiste der Schlüssel ist für das geheime Gewölbe. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Das verstehe ich nicht. Ist jetzt neu laden? Ich mache das mal. Als wir rausgekommen sind am besten. Das muss ich mir nochmal angucken, weil das interessiert mich ja schon. Jetzt müssen wir aber das Symbol nochmal holen. Ich möchte nochmal kurz lesen, was an der Tür steht. Losturm. Okay, das passt schon mal. Aber wie eigenartig ist denn das, dass ich reinlaufen darf und dann nicht mehr zurück?
Ja, natürlich. Und warum hat der Jero einen eigenen Turm? Vielleicht muss man auch noch mit irgendjemandem sprechen, der den Schlüssel bekommen hat zu seinem privaten Zeug so. Es heißt, wir verdanken euch die Schlitter des Siegelsteines. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das sagen. Aber Magister ändern sich nie. Maesir de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Naja, scheinbar ist der Großmeister ja ganz begeistert von euch. Fremdländer und Wegelose im Tempel scheinen... Ruhe, ich hab die schwarzen Steine geholt. Muss mir nicht rechtfertigen. Das ist ja für eine... Jetzt setzt dir wieder die Mützen ab, ey. Boah, das ist ja cool, dass die hier so gerade so wie immer rumliegen. Hier kommt man auch in die Kaserne? Achso, dann kommt man theoretisch unten wieder raus, ne? Im Kasernviertel. Ah, guck mal. Ist der Jerostrom da oben? Ich erkenne eine Magieblockade, wenn ich sie sehe. Und solange die aktiv ist, wird das mit der Barriere nichts. Ich verstehe euren Aufruhr, aber Befehl ist Befehl. Es tut mir leid. Was geht hier vor? Ah. Der Sonne sei Dank, Arantheal. Ich versuche eurer Kommandantin hier gerade zu erklären, dass diese Kopfschmerzen kein Zufall sind. Vergebens. Großmeister? Charim hat recht. Irgendetwas geschieht hier. Wir... Was zum... Oh. Die Nerimesen sind in der Stadt! Sie sind verflucht nochmal in der Stadt! Prophet, hierher! Los! Da! Was hat das zu bedeuten? Die Nerimesen... Sie sind in der Königsbucht. Ihre Schiffe, sie waren plötzlich da. Ich verstehe das einfach nicht. Plötzlich da? Wollt ihr uns allen Ernstes erzählen, dass eine ganze Flotte in unseren Hafen gefahren ist, ohne dass es irgendjemand bemerkt hat? Natürlich. Sie haben einen Unsichtbarkeitszauber um ihre Flotte gelegt. Und die Magieblockade sollte uns daran hindern, es zu sehen. Ein guter Plan. Und dank dem überaus fähigen Militär hier auch einer, der gut aufgegangen ist. Passt auf, was ihr da sagt, Wildmagier. Niemand. Es ist egal, wie es passieren konnte. Wir müssen reagieren. No. Charim, ist der Zauber für die Torbarrieren bereit? Der am Haupttor ja. Aber dank der Magieblockade konnten wir ihn nicht ausführen. Soll ich das Signal geben? Ja, sie wollen Panik und die werden wir ihnen nicht geben. Aktiviert die Barriere, dann stoßt zu uns. Soldat, ihr sagtet, die Nerimesen sind bereits in die Stadt eingedrungen. Wie weit? Bis zum Hafendistrikt, glaube ich. Sie haben das Hafentor überlaufen, bevor wir es schließen konnten. Aber Kommandant Harlean hat sich am Tor vom niederen Viertel verschanzt. Lange wird er es aber nicht halten können. Gut. Kommandantin, positioniert eure Soldaten auf den Zinnen und haltet die Nerimesen mit Pfeilen vom Tor zum Markt fern. Und ihr, Prophet, begleitet mich dorthin. Wir werden den niederen Distrikt befreien und das Hafentor sichern, damit Charim dort auch die Barriere platzieren kann. Dann ist zumindest das Herz der Stadt sicher. Ihr werdet kämpfen? Oh ja. Oh ja. Jetzt geht. Die Zeit rennt. Verstanden. Soldat, kommt mit mir zur Kaserne. Seid ihr bereit? Aber so weit von. Das geht mir alles ein wenig zu schnell. Gut, dann zum niederen Viertel. Ab geht er. Ich hab das Gefühl, ihr Theolors und kleiner Chuck Norris. Los geht's. Energischen Schrittes. Oh, anscheinend haben wir da ein bisschen Zeit für, oder was? Müssen wir nicht hier hinter? Also hier so hin? Oh, bin ich schon der erste. Der erste Leiche. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, was ich mache, dass ich ihn führen soll.
Ja, wohnt ihr ja noch nicht so lange in der Stadt. Ich mach das gerne. Da bin ich ein Kumpel. Lauft in eure Häuser! Oder geht's nicht lang? Warum sind die schon ausgezogen? Das ist ein eigenartiger Angriff. Hier stimmt was nicht. Wie komme ich denn in das? Das ist ein niedriges Viertel. Fremdenviertel halt. Aber er zeigt da lang. Ist das nicht jetzt Südviertel? Ach, niedrig. Vom. Ach, geh jetzt hier rein. Chemirale. Mehr Lakaien. Ist das ohne Knechte? Lächerlich. Keine EP dafür. Was ist hier los? Es ist mir egal, was ihr denkt. Sichert das Tor, verflucht! Wachtmeister Harleyan. Wer? Großmeister Arantial? Es ist mir eine Ehre. Die Ehre ist meinerseits. Wie ist die Lage? Schlecht. Die Nerimesen sind bereits zu Dutzenden hinter diesem Tor und bringen Ramböcke in Position. Dann werden wir sie beseitigen. Wenn wir das Hafentor gesichert und die Magier es mit der Barriere versiegelt haben, ist jeder Weg in die Stadt dicht. Ihr und eure Männer hier, sind das alle? Verstärkung ist auf dem Weg, aber für den Moment, ja. Ich, vergebt mir mein Versagen, Herr. Wir hätten es kommen sehen sollen, aber es ging alles so schnell. Ich weiß. Jetzt los, wir fallen aus. Jede Sekunde, die wir warten, spielt dem Feind in die Hände. Ja. Jawohl, Herr. Tor auf. Gardisten? Der Großmeister zählt auf uns. Und damit auch Malphas. Macht eurem Namen Ehre. Jawohl! Ja! Los! Ausfall! Spinne voraus! Oh, trotzdem ihn abgekriegt. Ein einziges Mal in der Geschichte hätte... Lächerlich. Lächerlich. Oh, fies gemetzelt hier. Wo ist denn eigentlich mein Feuerball hin? Der gehört doch in meine... Jetzt habe ich das vertauscht. Ja, die Zelt muss sein. Brennt, ihr Lappen! Gut, jetzt schließt das Tor! Wieder zurück. Jawohl. Boah, der wurde ja richtig gespickt hier, der Arme. Wachtmeister! Wo ist er denn? Was? Was soll das heißen? Könnten die Nerimesen den Schließmechanismus irgendwie sabotiert haben? Sabotiert? Ich... Natürlich, das muss es sein. Was die Schließmechanismen für das Gitter befinden sich auf zwei Seiten der Mauer, im Inneren, richtig? Ja. Ja, Meister, das tun sie. Gut. Prophet, wir beide werden die Kurbeln wieder in Gang setzen. Wachtmeister, ihr und eure Männer werdet so lange die Nerimesen vom Tor fernhalten. Nutzt dazu den Feuerspucker aus dem Lager. Wir werden euch das Signal zum Rückzug geben, wenn es soweit ist. Habt ihr verstanden? Jawohl. Gidon, Ulma, bringt die Kanone in Stellung. Zeigen wir diesen Bastarden, was es bedeutet, sich mit den Göttern anzulegen. Wir werden euer Signal erwarten, Großmeister Arantheal. Möge sein Licht euch leiten. Und euch. Folgt mir, Prophet. Weißt mir den Weg, Großmeister.
Jens Behutsam. Bam. Bam. Oh nein. Wo ist meine Axt hin? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht, ne? Tür ist verbarrikadiert. Also hier rumpullern oder was? Was ist los? Soll ich die Axt wegstecken? Was soll ich tun? Was kann ich machen? Was ist denn? Du willst vorgehen. Tür ist verbarrikadiert. Ja, sah nicht. Was soll ich machen? Guck ein bisschen im Fass. Komm. Mach. Hätte ich mir die Pfeile nicht nehmen dürfen, oder was? Nee, uff. Was soll ich denn machen? Du musst was machen, Digga. Ja, ist krass mit der dramatischen Musik, wenn einfach nicht weitergeht, ja? Geh doch mal aus. Brennpfeile? Okay. So. Es sind insgesamt zwei Kurbeln, die das Fallgatter kontrollieren. Die eine erreicht man, indem man dem Gang links folgt, die anderen durch den rechts. Wir wissen nicht, ob die Neremesen beide Mechanismen sabotiert haben, aber ich vermute es. Übernehmt ihr also die linke Seite, ich nehme die rechte. Anschließend kehrt ihr zum Stadttor zurück, verstanden? Ich bin mir sicher, dass sie das gerade versuchen, aber so schnell geht das nicht. Die Arca-Verteidigungsanlagen sind mehr als nur solide. Und vermutlich haben sie ihn bisher einfach nur blockiert. Was aber nur ein Grund mehr ist, sich zu beeilen. Los! Alles klar. Ja, ich glaube, er kommt nicht so richtig mit seiner Aufgabe klar, aber... Tödlicher Schuss aus dem Hinterhalt. Zap! In mein Gesicht. Und da stecke ich doch einfach mal meinen Bogen weg, um mir eine Kapuze aufzusetzen. Alles klar. Und sie nimmt das erstmal so hin, oder? Boah, du bist Schnitzler, du kleine Ratte. Jämmerlich. Was ja alles ist. Cool, das cooles Zeug muss ich natürlich mitnehmen, ne? Natürlich. Kurte. Muss ich nach oben, muss ich nach unten? Ich wüsste, das ist jetzt unangebracht, aber... Muss hier mal reinkicken. Könnten ja überall Feinde sein. Ich will ja nicht, dass mir irgendwer in den Rücken fällt. Er hat uns gesehen, aber interessiert ihn nicht. Dann nimmt den so lange. Zeit für einen Heiltrank, Leute. Yummy, yummy. Was ist hier hinter? Ah, okay. Mach mal die Laterne aus. Und Brot essen. Da sind sie! Kiron! Mera! Ladet den Feuerspucker! Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont, deine... Feuer! Oh, ein Götzenkranker. Ihr hättet hinter euren Mauern bleiben sollen. Verreckelt. Komm noch einer. Ah!
Der Prophet, du Lappen, Alter. Aus dem Weg. Oh. Chiara? Okay. Oh nein! Fiese Meuchelmörderes. Kämpf gegen meine Spinne. Oh, das sieht ja cool aus. Du hast ja die falschen Feinde auf. Ja, geht schon. Ich hab ja meine Spinne. Alte Maske. Er sieht fetzig aus. Ist sogar ein bisschen was wert. Oh, ich nehme ich mal mit. So, das haben wir geschafft. Jetzt können wir wieder zurück. Ist natürlich viel cooler. Könnt ihr euch noch am Anfang erinnern, wo wir diese Relikte oder Artefakte sichern sollten und das unter Zeitdruck und wie wir keinen Tod bekommen haben, ja? Weil ich mir Uffi riecht hab. Weil das so absolut unfair war. So, ich kann jetzt nicht ihm helfen gehen. Okay. Er geht mir so auf Ketten mit seiner Mütze, ne? Oh, er ist da, cool. Es funktioniert. Ihr habt ihn gehört. Los, zieht euch los zurück. Jetzt. Was zum? Nein, bin du. Rückzug! Sofort! Tut etwas, Großmeister! Tut etwas, verdammt nochmal! Ich? Nein! Ach, shit. Aber... Wer war er denn? Oh, ich bin erschrocken. Das war's. Herrje, das sieht unschön aus. Was ist hier passiert? Wir haben das Tor gesichert, das ist passiert. Sprecht den Siegelzauber. Wie ihr befehlt. Wobei, ich sehe, wir haben Besuch. Thealo Aranteal auf dem Schlachtfeld. Ich muss sagen, das überrascht mich. Aber Menschenleben schätzt ihr scheinbar immer noch genauso wenig wie früher. Wie viele waren es damals in Kyra, Aranteal? Ich habe es vergessen. Weise Worte aus dem Mund eines Kriegstreibers. So, so. Das bin ich also für euch, ja? Soweit ich mich erinnern kann, wart ihr es, der meinen letzten Verhandlungsversuch abgeschmettert hat. Und anders als ihr vielleicht glaubt, macht mir das hier genauso wenig Spaß wie euch. Deshalb noch ein letztes Mal, Aranteal. Das, was ihr eine Armee nennt, ist ein Witz. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir einen Weg in die Stadt finden. Stoppt also diesen unsinnigen Konflikt, bevor er noch blutiger wird, als er schon ist. Welch eine Rede. Und was jetzt? Sollen wir die Hände vor Begeisterung in die Luft werfen und vor euch auf die Knie gehen? Yuslan Sharin. Sehr enttäuschend, euch hier zu sehen, das muss ich sagen. Euer ganzes Leben habt ihr die Religion und ihre Auswüchse bekämpft und jetzt kämpft ihr für sie. Habt ihr auch noch etwas Interessantes zu sagen? Wenn nicht, schlage ich vor, ihr sagt, was ihr zu sagen habt und geht dann wieder zurück in euer warmes Zeltchen. Das ist mein letztes Angebot, Arantea. Beendet eure Arbeit an dem Leuchtfeuer und niemandem wird irgendetwas passieren. Glaubt mir, die Läuterung ist das Beste für uns alle. Ist sie nicht. Und wenn ihr nur einen Funken gesunden Menschenverstand hättet, würdet ihr das sehen. War's das jetzt? Wie ihr wollt. Dann eben anders. Alma, reih die Gefangenen auf. Bis zum Einbruch der Nacht will ich sie alle auf den Kreuzen sehen. Und dann gib den Truppen das Zeichen. Jeder Indralea soll bei Sichtkontakt getötet werden. Verstanden. Was? Religion ist eine Krankheit und der Grund für so ziemlich alles Schlechte, was dieser Welt in den letzten Jahrtausenden widerfahren ist. Euer eigener Sohn erkannte das, Aranteal, anders als ihr. Aber leider machte er auch einen entscheidenden Fehler. Und zwar den, zu glauben, dass der Tod der Lichtgeborenen irgendetwas ändern würde. Dabei waren die im Grunde nur ein Symptom, nicht die Ursache der Krankheit selbst. Die ist nämlich die Religiosität selbst, diese eine bestimmte Art zu denken. Falsch.
Sie sterben, weil sie sich bewusst für die Ignoranz entscheiden. Und das jeden Tag aufs Neue. Und glaubt bloß nicht, dass mir das Freude bereitet. Religiöse Menschen stellen Unvernunft über Vernunft und Dogmen über freies Denken. Sie machen sich selbst zu Marionetten. Und genau damit richten sie unsere Welt zugrunde, in jeder Hinsicht. Glaubt mir, ich hätte mir gewünscht, dass es einen anderen Weg gäbe. Aber ihr habt mir mehrfach bewiesen, dass es den nicht gibt. Die Hohen werden uns niemals erheben, solange das Geschwür der Religiosität nicht aus jedem einzelnen Kopf dieser Welt gerissen ist. Ich habe es auf friedlichem Wege versucht, aber den wollt ihr wohl nicht. Jetzt lebt mit der Alternative. Und übrigens, schön, dass ihr überlebt habt. Was nun geschieht, ist eure Schuld, Arandel. Versucht erst gar nicht, euch selbst vom Gegenteil zu überzeugen. Nehmt das hier. Wir müssen zurück zum Tempel. Ich denke, wenn er nicht konnte, oder? Ich denke, die Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Wir entzünden das Leuchtfeuer, so schnell wie möglich. Alles andere ist zweitrangig. Charlie, wie lange dauert die Beschwörung? Die Nerimesen haben die Angriffe eingestellt, aber es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das ändert. Das stimmt. Gebt uns eine Stunde. Das sollte genügen. Eine Stunde. Gardist, wie ist die Lage in den anderen Vierteln? Sind alle Eindringlinge tot? Ja, Herr. Einige der Infiltratoren sind in die Kanalisation geflüchtet. Aber wir sind dran. Gut. Sagt der Kommandantin, dass ich alle Leichen bis zum Einbruch der Nacht beseitigt sehen will. Dasselbe gilt für die Trümmer. Von außen sind wir sicher, aber das Letzte, was wir brauchen, ist eine panische Meute. Dann bemannt die Zinnen. Ihre Arkanisten werden versuchen, das Siegel zu durchbrechen, wenn es erstmal steht. Verstanden? Verstanden, Herr. Dann... Oh. Wenn er so schnell weg ist. Soll ich jetzt ohne Teleportrolle nehmen? Gibt's hier kein Dings? Na los. Auf zum Sonnentempel. Ja, das ging jetzt wirklich alles sehr schnell. Beim rechten Weg, ihr seid wohl auf. Was ist mit Jorik passiert? Und warum zum Henker steht ihr hier rum wie verdammte Wachsfiguren? Jorik hat uns verraten, Tialor. Ach. Was? Er hat Koareks Armee die Aufenthaltsorte unserer Aufklärungsposten an der Küste verraten. Deshalb konnten die Schiffe unbemerkt bis vor die Königsbucht gelangen. Und keine Angst, er ist nur bewusstlos. Kommandantin, schafft ihn von hier fort. Natürlich, Großmeister. Wohin? Irgendwohin, verdammt! Wir kümmern uns später um ihn. Das ist kein Fall fürs Tribunal. Sehr wohl, Großmeister. Was ist mit dem Leuchtfeuer? Und wo ist Merayil? Am Auge der Götter, mit Magistra Yaela. Es gibt irgendein Problem mit deiner Maschine, aber das sollen sie dir selbst erklären. Jetzt entschuldige mich, ganz arg ist dann Panik. Die Leute werden eine Erklärung verlangen. Dann gib ihnen eine. Folgt mir, Prophet. Ja. Zum Leuchtfeuer. Es ist mir egal, verdammt nochmal, tu es einfach! Ja? Na, wenn ihr meint. Dann müssen wir nun, das Wissen um die schwarzen Steine ist schon mal ein großer Fortschritt. Aber dennoch, es bleiben 1000 geschlossene Fragen. Wir haben die Steine. Ich fühle mich jämmern. Großmeister! Ja, das stimmt. Wir haben die Steine und sie geben dem Leuchtfeuer auch die Energie, die es braucht, so wie wir es vermutet haben. Aber... Dieser Kristall da in der Mitte des Kreuzes, das ist der Kern der Maschine, der Numinos. Und? Der Numinos ist leer, Großmeister. Deswegen ist er so dunkel. Wenn wir das Leuchtfeuer jetzt entzünden würden... würde seine Energie vollkommen ziellos freigesetzt werden, mit verheerenden Konsequenzen.
Eine Explosion, um das Kind beim Namen zu nennen. Und zwar eine gewaltige. Atombombe, Alter. Also heißt es, wir haben die ganze Zeit auf einen riesigen Pulverfass gearbeitet. Das ist jetzt alles so. Nein, das Leuchtfeuer kann die Hohen bannen. Je mehr wir lernen, desto sicherer sind wir uns. Aber es braucht eben ein Ziel, eine Art Fokus. Und wenn wir es ohne den entfachen, dann... Naja, dann wird es ungemütlich. Okay. Aber was machen wir jetzt? So sieht es aus, ja. Es ist doch... Es tut mir sehr leid, Großmeister. Wir hätten es kommen sehen sollen, wirklich. Wir müssen diesen Numinos finden. Und zwar so schnell wie möglich. Ja. Und bevor ihr fragt... Nein, wir wissen noch nicht, was genau dieser Numinos ist. Geschweige denn, wo wir unsere Suche danach beginnen sollen. Aber wir werden einen Weg finden. Gebt uns eine Woche, vielleicht zwei. Dann haben wir Ergebnisse. Ich versichere es euch. Dann los. Prophet, ruht euch so lange aus. Wer weiß, wie oft euch noch die Möglichkeit dazu bleiben wird. Okay. Herrje, was für ein Chaos. Ist das eine Woche oder zwei? Unten steht der Feind und klopft am Tor. Ja, das hat er. Und das, obwohl er einer der engsten Vertrauten des Großmeisters war. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Man kann nur spekulieren. Aber dass er das Verhalten des Großmeisters gegenüber den Eremesen für leichtsinnig hält, war ja kein Geheimnis. Er scheint einfach nicht zu verstehen, dass das Leuchtfeuer die einzige Chance ist, die wir haben. Ja, ich schätze schon. Ihr solltet euch ausruhen. Mir wurde gesagt, welche Rolle ihr bei der Sicherung des Tors gespielt habt. Wir rufen euch dann, sobald wir eure Hilfe benötigen. Oh, soll ich wirklich ins Bettchen? Oh, lässt mich nicht mehr gehen. Ah, wir können dem Verhör beiwohnen. Das finde ich ja ganz interessant. Da kommt bestimmt auch noch eine wichtige Info bei rum. Das klären wir dann in der nächsten Folge von Enderal. Leute, es freut mich, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns, ja, bei dem Verhör wieder. Bis dahin, schönen Abend, haut rein.